Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Tokyo Lifestyle und zu der kleinen Miniserie dieser Woche zu verschiedenen Merchandise-Stores, die es in Tokio zu finden gibt. Heute mal mit dem Jump Store, ja. Hier gibt es nur Artikel, die es auch in der Shonen Jump gibt. Also auf jeden Fall sehr viel Spaß mit den kleinen Videos, wirklich ganz, ganz klein. Aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Wenn es euch gefällt, auf jeden Fall mal ein Abo und ein Like dalassen. Folge mir jetzt auf Twitch für Gaming und Reaction-Livestreams jede Woche. Wenn man in den Jump Store reinkommt, so sieht das Ganze von außen im Übrigen aus, schon sehr, sehr einladend, da muss ich natürlich unbedingt reingehen. Der Laden ist auch nicht besonders riesig, ja, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, aber er hat das meiste, was so gerade aktuell halt eben in der Shonen Jump ist, ne? Wir sehen hier natürlich Monkey D. Ruffy draußen als Figur, das sieht schon ziemlich nice aus und innen drin eben, da sieht man schon ganz klein One Piece. Natürlich gibt es jegliches Merchandise zu jeglichen Artikeln. Natürlich Haikyuu, One Piece, Dragon Ball und komplett andere Serien. Und natürlich kann man dort T-Shirts kaufen, Buttons, Sticker, so viele andere kleine Sachen. Also hier gibt es definitiv für jeden etwas. Hier nur mal ein ganz kurzer Schwenk zum im Store selber. Und ja, das meiste, was es dort gibt, ist wirklich One Piece, Dragon Ball und Naruto gibt es auch noch sehr viel. Und dann eben so Serien, die gerade momentan angesagt sind, wie zum Beispiel Kimetsu no Yaiba. Boah, ja, wer möchte das nicht haben? Dieses Poster von One Punch Man. Und natürlich, das gibt es auch sehr, sehr viel Jojo-Artikel, denn dieser Anime bzw. Manga ist ziemlich beliebt in Japan und das schon seit Jahrzehnten. So, jaha, da sehen wir es. Dragon Ball im Überfluss. Ja, Dragon Ball gibt es tatsächlich überall. Ne? Und da seht ihr diesen kleinen Freezer. Ja, das ist wirklich sehr, sehr süß. Naja, das hier darf natürlich auch nicht fehlen, The Promised Neverland, ein wirklich sehr, sehr guter Anime, wie ich finde. Dort gibt es auch sehr, sehr viele Merchandise-Artikel von T-Shirts bis hin zu Buttons und eben so kleinen Wallpapers. Na, da hat man gerade nochmal Hitman Reborn gesehen und natürlich da, Leute, guck mal da, Ichigo Kurosaki. Ja, Bleach-Artikel gibt es dort auch, aber sehr, sehr wenig. Das war wahrscheinlich das Einzige, was es dort gab, diese beiden Dinger hier. Mehr gibt es nicht, deswegen hoffe ich, dass es da mehr Merchandise-Artikel gibt, sobald der Anime wieder am Start ist. Ja? Ach, das wollte ich mir eigentlich auch holen, aber das war 70 Euro und das konnte ich mir halt tatsächlich nicht leisten. Machen wir mal ein ganz kurzer Schwenker. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit diesem kleinen Video. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr schwierig zu drehen, weil es eigentlich verboten ist, Bilder und Videos zu machen. Deswegen kann ich euch nicht so viel zeigen. Aber da seht ihr schon eine Vorschau zum nächsten Video. Yay!